Wir haben eine Situation, dass ungefähr nach Umfragen ein Drittel der Menschen in diesem Jahr keine Weihnachtsgeschenke sich leisten können. Dass ungefähr ein Drittel der Menschen nicht weiß, wie es über die Runden kommen soll, weil die Nebenkostenabrechnung und die Energiekosten immer größer und größer werden. Und ich sage die Zahl immer wieder, weil es ist nicht nur das persönlich Betroffene. Wir haben auch ungefähr ein Sechstel der Unternehmen in diesem Land, das einfach im Moment eine existenzbedrohende Situation sieht aufgrund der Energiekosten. Und diese ganzen Dinge, die hier passieren, die Sie hier auch auf die Straße treiben, diese ganzen Dinge werden von der Regierung immer begründet mit, ja, wir haben einen Krieg und Putin ist in der Ukraine einmarschiert. Ich sage Ihnen eins, das ist eine ganz faule Ausrede. Da ist überhaupt wenig dran. Wir müssen hier nicht den Krieg in der Ukraine legitimieren, aber es muss uns eins klar sein. Die Sanktionen, die wir gegen Russland verhängt haben, das sind Sanktionen, die Sie alle treffen. Und das sagt Ihnen die Regierung eben leider gerade nicht. Wir haben ein Embargo gegen Russland verhängt, um Russland zu schaden. Tatsächlich bedeutet das aber, dass viele Menschen im Moment nicht wissen, wie sie ihre Kraftstoffkosten, das heißt ihr Heizöl und ihren Kraftstoff in der Zapfsäule, zahlen sollen. Und ich sage Ihnen eins, das wird leider noch sehr viel teurer werden. Und diese ganzen Dinge hat die Regierung beschlossen, dass sie treffen. Und dazu sagt ganz einfach unsere Außenministerin relativ lapidar, wichtig ist, dass wir die Ukraine unterstützen. Was sie gesagt, sie hat noch weiter gesagt, und es ist ihr egal, was die Menschen in Deutschland dazu sagen. Und Sie zeigen hier, dass es Ihnen nicht egal ist, und deshalb stehen Sie hier. Wir können den Energieausstieg, die Energiewende nicht bezahlen. Und das merken Sie jetzt langsam. Und es ist genau diese Energiewende, die dazu führt. Es waren nicht die Windräder im Schwarzwald, die den Strom für Sie organisiert haben und produziert haben. Es waren die Gaskraftwerke oder es sind die Gaskraftwerke in unserem Land. Und diese Gaskraftwerke werden jetzt unbezahlbar. Und das ist die wirkliche Ursache, über die die Regierung nicht reden will. Und weil es so ist, weil wir mittlerweile eine Situation haben, dass in den Nachrichten ja gar nicht mehr über die wirklichen Ursachen geredet wird. Deshalb müssen wir nicht nur einfach kommentieren oder argumentieren, wir müssen sie auch umfassend informieren. Wir haben eine Energiekrise in Deutschland. Wir sind ein Land, das sich angeblich der Energiewende verschrieben hat. Und was passiert? Folgt uns irgendjemand? Nein, es folgt uns niemand. Niemand geht den deutschen Weg. Und der deutsche Weg, dass man abschalten will, die Kernenergie und die Kohlekraftwerke, dieser Weg ist einmalig in der Welt. Das hat einen guten Grund. In anderen Ländern gibt es eine Bevölkerung, die das nicht mit sich machen lässt. Und es ist Zeit, dass wir damit anfangen zu zeigen, dass wir das auch nicht wollen. Unser Wirtschaftsminister geht hin und sagt, er hofft, dass es ein warmer Winter wird und dann könnte es klappen, dass wir keine Stromausfälle haben. Kennen Sie ein Industrieland, wo ein solcher Wirtschaftsminister nicht vom Hof gejagt wird? Nein! Diese Ursachen werden von der Regierung momentan noch verdeckt. Diese werden von der Regierung noch verdeckt. Ich weiß gar nicht, gegen was Sie da hinten demonstrieren. Sie demonstrieren sicherlich für höhere Kraftstoffpreise und für höhere Energiekosten. Aber sieht man ja schon, wie weit Ihr Denkvermögen fortgeschritten ist, indem man einfach in Ihr Gesicht guckt und eine Maske sieht. Der Gaspreisdeckel, der Strompreisdeckel. Ich weiß nicht, ob Sie im Detail sich informiert haben, das werde ich jetzt ja machen. Wir werden dafür hunderte Milliarden Schulden aufnehmen. Und die Regierung verkauft es als Sondervermögen. Es ist kein Sondervermögen. Es sind hunderte Milliarden Schulden.
Und wenn Sie sich darüber fragen oder Gedanken machen, wo dieses Geld herkommt, dann gucken Sie mal in die Gesichter Ihrer Enkel und Ihrer Kinder. Das sind die Schulden der nächsten und der übernächsten Generation. Wir wollen eine nachhaltige Politik. Alles das, was wir in diesem Land machen, das müssen wir auch bezahlen können. Es muss ein Ende sein mit den Träumereien und mit den Lügenmärchen. Die Abschaltung der Kernkraftwerke war das Ergebnis von Leuten, die ihnen eine Angst vor Kernkraft eingejagt haben, die dazu geführt haben, dass man diesen Fehlweg beschritten ist. Kein Land der Welt ist aus der Kernenergie ausgestiegen und kein Land der Welt hatte so sichere und gute Kernkraftwerke wie Deutschland. Wir haben das trotzdem gemacht und deshalb, wir müssen auch ganz klar sagen, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann muss man den korrigieren. Und ich kann Ihnen eins sagen, die Regierung ist momentan in heller Auflösung. Und ich kann Ihnen auch sagen, das, was momentan in Berlin passiert, hat es in diesem Land noch nie gegeben. Wir haben noch nie so einen ängstlichen, verschüchterten Wirtschaftsminister gehabt, der von seinen eigenen Mitarbeitern mittlerweile verlacht wird. Aber in der Öffentlichkeit verkauft er sich als der kompetente Macher, der unser Land in den Ruin treibt. Und das werden wir ihm immer wieder vorhalten. Wir werden ihn stellen im Bundestag, da wo wir können. Und ich kann Ihnen eins sagen, halten Sie den Druck auf der Straße aufrecht. Diese Regierung wackelt. Die wackelt viel mehr, als alle hier glauben. Es lohnt sich, den Protest hier aufrechtzuerhalten. Wohlstand heißt, dass Ihnen genug Geld zum Leben bleibt. Und Wohlstand ist auch gleichzeitig Freiheit. Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie zwar theoretisch in einem freien Land leben, wo Sie alles kaufen können, aber praktisch sich dieses freie Land nicht mehr leisten können. Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie theoretisch in einem Land leben, das die Welt rettet mit Ihrem Geld, aber Sie hier in diesem Land keine Freiheit haben und nicht mehr die Möglichkeit haben, Ihren Unmut zu dokumentieren und Ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen. Wir müssen vor allen Dingen in diesem Land die Freiheit aufrechterhalten. Deutschland zuerst. Liebe Freunde, Baerbock will, dass wir unseren Wohlstand an die Ukraine verschenken. Habeck will, dass ihr im Winter eure Heizung runterdreht. Und Kretschmann will, dass ihr mit Pullover und Waschlappen unter dem Weihnachtsbaum sitzt. Aber wisst ihr was? Auch Faeser will, dass wir nicht demonstrieren gehen. Wir sind trotzdem hier. Wir gehen trotzdem demonstrieren. Wir lassen uns unsere Stimme nicht verbieten. Nach den Merkel-Jahren dachte ich immer, dass es nicht schlimmer kommen kann in Deutschland. Ihr wisst aber, das Leben hält immer Überraschungen parat und diese Bundesregierung, die hat mich in meiner Annahme dann wirklich überrascht. Es ist schlimmer geworden und wir können das jeden Tag sehen. Schauen wir doch mal nach Berlin. Wir haben da eine Außenministerin sitzen, die weiß gar nicht, was Diplomatie ist. Dafür will sie aber Katar und Saudi-Arabien mit Feminismus beglücken. Wir haben eine Kulturstaatsministerin, Claudia Roth, die nicht weiß. Ihr mögt Frau Roth nicht, ne? Wir haben eine Kulturstaatsministerin, die nicht weiß, was Kultur ist, die momentan, das müsst ihr euch mal vorstellen, ein Bibelzitat verdecken lassen will. Die Ukraine, der Liter Sprit, der kostet mittlerweile fast 2 Euro. Die Kilowattstunde Strom, die kostet ab nächstem Jahr 1 Euro. Und ein Stück Markenbutter, deutsche Butter, die fängt jetzt mittlerweile schon bei 3,29 Euro an. Und was macht diese Regierung? Spart diese Regierung? Überlegt diese Regierung, wie sie das Geld der Bürger sinnvoll ausgeben kann? Nein, diese Regierung und die mich kennen, die wissen das. Diese Regierung bezahlt Entwicklungsleistungen durch die ganze Welt. Sie bezahlt immer noch an China. China,
größte Volkswirtschaft der Welt, China eigenes Raumfahrtprogramm, China Atommacht, China bekommt immer noch bilaterale Entwicklungsleistungen und zinsvergünstigte Kredite. Und was macht China damit? China kauft deutsche Unternehmen, China bildet quasi deckungsgleich zu deutschen Schlüsselindustrien Arbeitsplätze aus, die ihr dann quasi querfinanziert über die zinsvergünstigten Kredite. Und wir alle kennen die Fälle der Unternehmensübernahmen. KUKA, Putzmeister, Beteiligung bei Daimler und der Deutschen Bank. Und nebenbei, das muss man sich mal vorstellen, fördert diese Bundesregierung auch noch landesweite Gender-Netzwerke in China und klimafreundlichen Verkehr jedes Jahr mit hunderten Millionen von Euro, meine Damen und Herren. Das ist doch wirklich Wahnsinn. Und verstehen Sie mich nicht falsch. China ist nicht das Problem. China betreibt eine knallharte nationale Politik, die sich an eigenen Interessen orientiert, und dafür ist keinem Land der Welt ein Vorwurf zu machen. Das Problem ist auch unsere Bundesregierung. Diese Bundesregierung mit ihrer spezialdeutschen Außenpolitik, die wertebasiert und feministisch ist, diese Bundesregierung macht Tag für Tag eine antideutsche Politik. Indien! Auch Indien ist wirklich der Wahnsinn. Ne? Indien, viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, auch eigenes Raumfahrtprogramm, Nuklearmacht. Indien bekommt auch immer noch Entwicklungsleistungen. 10 Milliarden Euro will die Bundesregierung jetzt nach Indien schicken. 10 Milliarden Euro dafür, dass dort Solarzellen gebaut werden, Windräder gebaut werden und kein Spaß, E-Rikschas sollen dort gefördert werden. Das macht die Bundesregierung in Indien. Und jetzt kommt es. Diese 10 Milliarden Euro, die frei werden, was machen die Inder damit? Die Inder kaufen von diesen 10 Milliarden Euro, die sie im eigenen Staatshaushalt sparen, billige russische Energie. Und was machen sie dann? Sie verkaufen diese russische Energie, die sie von Russland kaufen und die von uns mit gefördert wird. Im Übrigen, wir bezahlen immer noch für russische Energie, aber wir nehmen die nicht mehr ab, niemals und nebenbei. Aber was machen jetzt die Deutschen? Die Deutschen kaufen dann diese russische Energie, die sie Indien subventionieren, teuer wieder ab. Das muss man sich mal vorstellen. Die Deutschen kaufen es dann wieder teuer ab. Und ich sag mal eines ganz klar. Wisst ihr was? Wenn Dummheit eine Lebensleistung wäre, dann wäre diese Regierung schon mehrfach Nobelpreisträger. Die neue Armutsgrenze, die Sparkassen haben das ausgerechnet und festgelegt, die neue Armutsgrenze in Deutschland, die liegt mittlerweile aufgrund der Inflation bei 3.600 Euro netto. Wer weniger als 3.600 Euro netto, also ein Haushalt zur Verfügung hat, der gilt mittlerweile als arm, meine Damen und Herren, und nicht mehr als Mittelstand. Und dazu führt diese grüne Armutspolitik, und die müssen wir beenden.